Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Vurago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Borderlands The Pre-Sequel und sind dabei, dem Herrn Nakayama zu verteidigen, weil eigentlich haben wir den Herrn Nakayama gerade aus seiner Zelle befreit, bloß das ist dann das Problem. Da ist mir das Borderlands abgestürzt und damit die ganze Aufnahme in Arsch. So, aber wir sind einfach auf dem Weg dahin, ihn zu verteidigen. Dabei passen wir erstmal auf die Freunde auf hier. So, ja, mein Freund hier, komm. So, ich mach dir auch mal platt. So, eigentlich der Weg ganz einfach, wir müssen bloß darüber. So. Nebenbei haben wir auch ein bisschen die Taschen geleert. Das ist jetzt auch nicht so das Schlimmste, was man tun kann hier. Das einzige Problem würde ja sein, dass uns hier ein paar Leute auf den Sack gehen, die wir schon mal entsorgt hatten. So, huschen wir mal durch, mal das Kästchen da auf, Munition, ja, das Elektrowaffenzeugs. So, mal gucken wir mal hier noch. Ah, hier haben wir die Freunde auch wieder da. Oh mein, du auch, du kannst dich auch verabschieden. Der war ja ganz hässlich, besonders so Großaufnahme. So. Und weg mit dir. Ich auch, und zwar an euren Ärschen, weil die gehen mir tierisch gerade auf die Eier. So, weg da, eine schöne Pirouette gemacht. Wo seid ihr, die hässlichen Vögel? Ach, da bist du, mein Freund hier. Beziehungsweise. Unser unsichtbarer Freund hier hat ein Problem, wa? Du auch nicht. Du versteckst dich und erzähl mir, ich hab nichts drauf, Alter. Das sind wir die Richtigen. Oh. Oh, wo? Da ist er. Da hockt er drüber. Ja, ist mir klar. So. Da brauchst du die Granate erst gar nicht mal aufheben. Die war eh im Arsch. So. Okay. Jetzt reizt mir hier mit euch langsam, aber so, das war massiv hier. Genau. Holen wir ihn damit mal vom Himmel, ja. Schluss damit. Gehen wir mal hier rein und werden mal auf unseren lieben Herrn ja aufpassen. Der ist noch da. Ah, die Konsole ist noch ganz. Konsole vernichten. Interessante Frage, was hier eigentlich passiert, wenn wir... Um den Herrn geht es jetzt, da sind wir mitten bei der Verteilung, nämlich hat es uns dann niedergerafft. Den Sanitöter hier. Kann jemand endlich den Kammergänger erledigen? Genau. Spür ich da etwas Luft? Es tut mir leid. Oh, da haben wir noch was. Oh, was schickes noch Mod. So, du bist jetzt der Nächste. Kannst mal aufhören, wenn du herrschst, springen, das dauert. So. Das Hin- und Hergespringen macht die ganze Sache einfach nur länger. So, mal gucken, ob wir die Quests jetzt irgendwie noch abschließen können. Oh, was haben wir denn da? Da mein getrübtes Auge gesehen. Kultur der Kult der Kammer. Ah, da war sogar 2 von 3. Können wir mit ihm reden gleich hier, bitte? Hast du den kleinen Job erledigt, um den ich dich gebeten hatte? Jack ist wunderschön. Findest du nicht? Okay. So richtig weiß ich jetzt nicht, was der von uns will hier. Hier war ja eigentlich die eigentliche Kammer, wo wir da versucht haben, ja, das wird wohl eine nicht lösbare Quest jetzt werden. Weil wir in dem falsch... Ah ja. Okay, dann geht's hier mal nach oben. Da kommen die Freunde rein. Ich will nicht erschossen werden. Dann bleib doch mal da einfach da, wo du bist. Ah, da hinten ist mein Freund hier. Auch weg. Genau, die Freunde sind... Ah, nee.
Ja, das dauert ein bisschen lange, bis er wieder feuerbereit ist. Okay, wir wechseln mal das Gerät. Da bist du mein Freund, da hier von hinten anschleichen ist ja nicht. Okay, schön, dass du das von da hinten hochgeladen hast. Okay, sieht auch schicker mit. Mal sehen, was wir da anstellen können. Sendeknopf, das ist dieser hier. Sende Nachricht von Professor Nakayama an Jack. Und okay. Jetzt spielen wir. Wir warten aufs Christkind. Okay. Besprechen wir. Verteidiger Nakayama während seiner ungeheuer lebenswichtigen Nachricht abschickt. Moment mal, da fehlt doch das Wort Liebe. Lieber tot als lebendig. Tut mir leid, mein Fehler. Und vielen Dank nochmal für. Ah, jetzt tut mir es klar, wie nah ich dem Tod war. Ah! Okay. Dieter, bitte. Hyperventiliere. Schnell. In den Arm. Han. So, dann haben wir gleich mal neue eingesammelt. Nimm die Farbdosen. So, dann werden wir da auch mal die Farbdosen nehmen. Wenn die Mission einfach so völlig unmotiviert sagt, nimm die Farbdose, dann nehmen wir auch mal die Farbdose. Müssen Geld einsammeln? Okay. Kommen wir da raus? Kommen wir nicht raus. Ah, das sind so viele schöne Türen und die lässt keiner von uns, den lässt uns raus hier. Okay, aber die lässt uns hier raus. So, einmal Munitionskiste da oben eröffnen hier. Naja, war so ergiebig. Farbdose. Sag's mit Lack. Ich ahne, auf was das hinauslaufen wird. Ich habe den Missionstext nicht gelesen, aber man könnte sich das erahnen. So, hier drinnen gibt's. In der Prep-Wartungsstation findest du bestimmt Farbe. Und zwar hier. Prima! Nun gib die Farbe einem kleinen Trap und bitte ihn, meiner Bewunderung bildlichen Ausdruck zu verleihen. Alles klar. Ich war schon den Mann, der mich hergebracht hat. Gelb ist seine Lieblingsfarbe und der erste Eindruck zählt. Wenn also alles gelb ist, wird er mich lieben. Okay. Alles klar. In diese Richtung, sagt er. Jack's Office. Leider haben wir keinen Claptrap mehr zur Verfügung, weil. Okay. Ah, da sind so viele unterwegs hier. Mehr wie Memelands 2. Mehr wie Memelands das Pre-Meme-Quell. Mehr wie Border-Memes. Mehr wie Meme. Wo ist... Ah, hier. Na dann. Okay, verstehe. Ungültig. Ich sage, das ist ein Feature. Und ich fall von der Karte. Okay, April. Bugs, nicht in meinem schönen Code. Okay, das jeder, der Software entwickelt, kennt das jetzt alles. Okay, die Claptrap sind das nicht. Danach, oh, da haben wir noch einen hier drüben. Alle Anforderungen müssen rechtlich geprüft werden. Okay, der will nicht. Haben wir noch einen hier? Ne, das sind die einzigen, die zur Verfügung stehen. Bitte. Ah, hier oben haben wir noch welche. Finde einen Claptrap in der Nähe von Jacks Büro. Wenn der Roboter das Gemälde fertig hat, läuft Jack jeden Tag daran vorbei. Ah, hier haben wir doch schon einen. Zieh dir diese Trottel an! Verplemper ihr digitales Dasein an einem Computer! Ha! Ich danke dem allmächtigen Roboterpolizisten, dass ich nicht auch so ein blöder Bürohengst bin. Ha. Der hier hat nichts zu tun. Er kann mein Meisterwerk erschaffen. Ja. Okay. So ein Bleistiftschubser hat sich in Jack verguckt. Aus offensichtlichen Gründen. Du sollst was malen, was ihm beim Big Boss weiterbringt. Oh, ich wollte tanzen! Ja, der hat die Frage gekriegt, bin mal gespannt, was das für ein Bild wird. Ich ahne nur Schlimmes. Okay, mein Freund. Wo willst du mir hin? Willst du malen? Okay, am besten sein Büro. Verdammt, was malt der Claptrap da? Sieht aus wie ein Skag, der es mit einem Getränkeautomaten treibt. Aber schöne Farbe. Ich lasse das später entfernen. Och, er
versteht das einfach nicht. Ah, ja. Schicken wir ihm ein paar Blümchen. Pflück ein paar von denen, die ich in der ganzen Station gepflanzt habe. Alles klar. So, erstmal gehen wir aber ein schwarzes Brett und werden wir unsere Mission los, und zwar Highspawn. Ich bin cool. Okay. Und das Geschichte mit der Textvorleserin. Okay, jetzt gehen wir mal Blümchen pflücken. Was sonst auch. Wer tut da sonst nichts Cleveres ein? Jetzt Blümchen für, ich sag's nicht. Okay, so, Blümchen, da. Mal gucken, da werden wir uns hier mal durch die Gegend ballern müssen, um Blumen zu sammeln. Ich glaube, in jedem guten RPG-Spiel muss man mindestens einmal Blümchen sammeln, weil sonst ist es kein RPG-Spiel. Und was auch ganz wichtig ist, Ratten im Keller zu töten. Irgendwo gibt es immer so Rattenquests. Okay, mal gucken, ob hier noch welche sind. Ne, hier ist keiner mehr. Oh, den erstmal aktiviert hier. Dann geht es ja mal hier runter, darüber. Und dann ist Blumen sammeln. Blumen sammeln in diese Richtung. Okay. Dann sammeln wir ein bisschen Munition hier ein. Kann auch nicht schaden, außer ist billiger zu kaufen. Okay. Ah ja. Kann sich mal umdrehen beim Freund hier. So. Okay, da ist einer. Wo sind die anderen Freunde? Hier kommt der Schlag. Okay. Mit der Waffe ist das natürlich super. Und der Bullet-Time nicht hier mit dem Killskill, wie das heißt. Der kommt mal richtig los. Hallo, wer ist denn jetzt schon wieder hier? Hat er noch nicht genug, der Freund hier? Dann laden wir kurz nach. Gehen wir in die Richtung, damit wir auch ja schön da was haben. Oh. Oh, ein Kack, aber auch. Hat er glatt hier falsche Visier genommen, und jetzt haben wir den Salat. So, Blümchen. Ja. Ich hab noch eine Kugel in der Kammer. Das Problem ist ja mal keine Zielscheibe, wie so oft. Ja, das heißt dann einfach mal schön sterben. Oder einfach aufgeben. Es passiert uns leider irgendwie jetzt öfter, dass wir immer halb tot sind und wir haben keine Gegner. Zum Wiederbeleben. Ja, diese Wiederbelebungsanimation dauert meiner Meinung nach auch viel zu lang. Müsste man irgendwie überspringen können. Einmal sehen ist ja ganz witzig, aber auf Dauer geht um Keks. So, noch ein bisschen was einsammeln hier. Na, auch nochmal. Alles klar. So, was auch schade, dass der Slammer-Angriff nicht mehr funktioniert. So, einmal hier lang rum. Hart nach längs abbiegen. Und gucken, was wir hier noch anstellen können. Oh, völlig entspannter Freund. Ja, der Gesicht ist der kleinste Problem. So. Naja. Wenn er was will, kommt er näher. Genau, der will was, also kommt er näher. So, jetzt will er nichts mehr. Blümchen. Diese Blumen habe ich sehr. Blutorchidee. Jawohl! Wir haben alle Blumen, die wir brauchen. Stellen Sie einfach vor Jacks Büro. Alle klar. Vor Jacks Büro, die Frage des. Kann sein, dass der ein bisschen tuffig ist. Hm.
Okay. Ah, da. Eins, zwei und drei. Wunderbar. Das muss er einfach zur Kenntnis nehmen. Die kann er nicht übersehen. Endlich wird er mich bemerken. Brandschutzverstoß. Blumen versperren den Weg ins Büro. Ah, ja. Blumen müssen aus Brandschutzgründen verbrannt werden. Was? Okay. Die Blumen werden wir heute nicht mehr verbrennen, dann unsere Zeit ist rum. Das war's mit allen Stress und Schwierigkeiten. Doch jetzt mit Let's Play Ball and the Pre-Sequel. Wir gucken uns nur noch eins an und das ist ganz spontan die Endcard. Das hier am Ende, das ist die Endcard. Auf der Endcard empfehle ich euch eine Jump-Ausgabe. Enclave, das Fantasy-Hacker-Slay-Spiel, mal ein bisschen anders, mit einer eigentlich sehr interessanten, coolen Story. Nur ein bisschen steht, ein bisschen leer, aber alles unter 5 Euro war Jump-Ausgabe. Wenn ihr Bock auf sowas habt, dann abonniert den Kanal, drückt den YouTube-Button und ihr werdet ein Teil der Gruppentherapie. Facebook und Twitter sei auch empfohlen. Links und URLs unten in der Videobeschreibung. Ganz nah bei dem Kommentarbereich, der gerne von euch gefüllt werden kann. Mich würde es freuen, davon euch zu lesen. Freuen würde mich auch, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Wenn nicht einen Daumen nach unten, ist auch okay, damit kann ich umgehen, denn ich bin Mac Burago und sag Servus und Ade.